Am 39. Spieltag der deutschen Eishockey-Liga empfangen die Schwenninger Wild Wings, das Team von Pat Cortina, vor ausverkaufter Kulisse in der Helios Arena die Düsseldorfer EG. Es ist ein 6-Punkte-Spiel. Düsseldorf könnte nach dem Derby-Sieg an Schwenningen vorbeiziehen. Aber Schwenningen in Blau von links nach rechts mit der ersten guten Möglichkeit. Höflin aber trifft das Gehäuse von Bakala hier nicht. Er erstmal nicht so ganz zufrieden. Mike Pellegrins, der Trainer der DEG. Dann Powerplay Schwenningen. Aber eine Möglichkeit für die DEG. Gut verteidigt von Batalis. Und dann wunderbar vorgelegt von Ciliati. Batalis mit dem 1:0. Ein Riesentor. Batalis leitet es ein, weil er es klasse verteidigt, weil er es super rettet. Und dann ist es Ciliati, der toll nochmal vorlegt. Und dann lässt er Bakala keine Abwehrschuss. Die verdiente Führung für die Wild Wings. Dann musste die Bande kurz vor Drittelende repariert werden. Und es gab einen Heiratsantrag in Schwenningen. Sie hat ja gesagt im Übrigen. Und es ging, ja, interessant weiter. Das zweite Drittel mit dieser Möglichkeit. Und jetzt macht er ihn. Höflin 2:0. 22. Spielminute. Fehler in der Vorwärtsbewegung bei der DEG. Und dann spielt es Schwenningen einfach richtig abgezockt. Aber seine Mannschaft wurde nun besser. Es gab daneben auch Möglichkeiten für die Düsseldorfer. Und zwar kam das folgendermaßen. Guter Abschluss von der blauen Linie von Lewandowski. Und dann ist es Bernhard Ebner, der vor Strahlmeier die Scheibe abwischt. Nur noch 1:2 aus Sicht der DEG. Da waren 27 Minuten vorbei. Schwenningen in der Folge erneut mit einem Powerplay und mit Möglichkeiten. Und es wurde rassiger. Zunächst ein toller Block und dann wird's wild. Dann legen sie sich alle miteinander an. Es gab ein paar Strafminuten. Es blieb zunächst beim 2:1 für die Schwenninger. Aber dann das Tor hier. Ein absoluter Wahnsinn. Was für ein Knaller. Simon Danner gegen seine ehemalige Mannschaft. Aus dem Nichts. Und den hat Bakala erst gehört und dann gesehen. Ein überragendes Tor. 3:1 Schwenningen. Aber Düsseldorf kam noch mal. Und wie? 2:3, 39. Minute. Novak, der Torschütze, der später übrigens sagen sollte, Danners Tor war das Tor des Jahrhunderts. Es blieb spannend in der Helios Arena. 2:3 der Spielstand. Düsseldorf hoffte jetzt wieder und gab vor allem die richtige Antwort. Dann musste erneut repariert werden. Jetzt gab es ein Loch im Eis. Der Eismeister viel beschäftigt an diesem Abend. 5-3 Powerplay Schwenningen. Das war Zeit für eine Vorentscheidung. So kam es auch. 4:2. Kalle Kajoma, 43. Minute. Erneut die 2-Tore-Führung für Schwenningen. Bakalas Sicht verdeckt in dieser Szene und dann versuchte Düsseldorf doch nochmal ranzukommen. Aber sie bekamen es wieder geblockt und jetzt die Stimmen zu diesem Spiel. Ja, egal gegen wen. Um die Jahreszeit musst du wirklich jedes Spiel zu spielen, als wäre es dein letztes. Ich habe die Scheibe nur aufs Tor bringen wollen. Ich habe den Gegner gleich auf mich, der wollte mich gleich checken. Somit wollte ich sie sofort wegspielen. Und unsere Devise ist alles zum Tor. Und das hat funktioniert, war glücklich definitiv.
definitiv, aber auch wunderschön. Schwenningen gewinnt am Ende ein turbulentes Spiel gegen die DEG mit 4:2.